Heute greifen wir wieder an bei Yu-Gi-Oh! Reshift of Destruction. Und zwar ist der Grund, warum länger jetzt wieder kein Video kam, der, dass ich ordentlich grinden musste. Ich weiß jetzt nicht, wie unsere Deckkapazität, unsere Duellantenstufe zum Ende des letzten Parts war. Jedenfalls haben wir jetzt eine Deckkapazität von 1865. Wenn man bedenkt, dass man pro Sieg in einem Kampf immer nur eine Kapazität weiter dazu bekommt, ja, könnt ihr euch dann selber ausrechnen, wie viele Matches ich gemacht habe. Duellantenstufe ist auf 160, 17.110 Domino, und damit gehen wir jetzt erstmal zum Kartenladen und rüsten uns mal auf, denn ich habe mir überlegt, wir holen uns mal ein paar schwache Dämonen. Ich denke mal, mit ein paar mehr Dämonen sollten wir weniger Probleme gegen den, wie hieß er noch, Meme of Doom oder so bekommen. Wir nehmen den mal rein. Ja, die passen von den Kosten und von der Duellantenstufe her, aber die sind zu teuer. Wichtig ist erstmal, komm, den nehmen wir. Zweimal wichtig ist, Hauptsache Dämonen, ne? Hauptsache ein paar mehr Dämonen. Die müssen nicht sonderlich stark sein, sondern die sollen einfach nur ihren Job tun, indem sie die Träumer von unserem Gegner direkt vernichten, sodass wir mal Glück haben und mal mit einem Monster in die nächste Runde kommen. Wofür wir dann zum Beispiel das wieder ausnutzen könnten, um ein Monster zu tributen, zu opfern für ein mächtigeres Monster. Ja, das ist so die Taktik, auf die ich jetzt mal hier hinaus gehe. Ey, ich wollte den hier noch mitnehmen. So. Und dafür werden wir dann jetzt auch mal ein paar. Oh, wir haben schon kein Domino mehr. Alter Schwede, geht das schnell. So viel haben wir jetzt ausgegeben. Okay. Deck. Wir nehmen erstmal die Bergkrieger raus. Und den nehmen wir raus, weil das nützt uns sowieso nichts. Träumer könnten wir nochmal drin lassen. Träumer besiegt Dunkel. Er hatte auch ein paar Dunkel-Typis am Start. Das waren jetzt vier. Einen vielleicht noch, ich weiß nicht. Ja, den auch auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal in unseren Stamm. Und packen ein paar Dämonen ein. Ja, ich wollte mal zuerst diesen etwas stärkeren Dämon hier einpacken. Den mit 1000 Angriffskraft. Sollte von der Deckkapazität eigentlich auf jeden Fall hinhauen. Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Ist er so weit unten? Nee, hab ich ihn übersehen oder was? Wo ist er denn? Ah, hab ich ihn schon wieder. Was ist denn hier überhaupt für einer? Das ist eine Erde, okay. Also kommt der schon mal nicht in Frage. Alter, wo ist der denn? Hab ich ihn so krass übersehen? Was ist das für einer? Licht. Okay, brauchen wir auch nicht. Wo ist denn hier der Pumpkin, den ich da gerade geholt habe? Hallo? Ach da. So, in das Deck. Dann nehmen wir noch in das Deck. Und in das Deck. Dann haben wir jetzt mal fünf neue Dämonen reingehauen zu den Dämonen, die wir schon drin hatten. Und dann würde ich sagen, starten wir mal zu den Galapagos-Inseln und probieren es direkt nochmal. So, dann schaue ich mal, ob
das jetzt alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Er bekommt natürlich nicht die Millenniumsgegenstände von uns. Das ist nämlich ein Betrüger, wie wir ja im letzten Part schon gesehen haben. Und oh, ey, Mimic of Doom, so hieß er. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. Komm, ein. Ne, Kuribu machen wir mal als Einsatz. So, das wird doch bestimmt schon ein Träumer sein, ne? Das ist ein Träumer. Wunderbar. Und wir haben auch direkt schon unser Wink der Finsternis. Den lassen wir mal vor Hand. Ja, wir müssen es direkt tun. Bei dieser Falle handelt es sich um Bärenfalle. Es verschwindet. Alles klar. Das fängt ja schon wieder super an. Komm schon, ich möchte einen Dämon ziehen. Ja, natürlich. Das ist schon ordentlich kacke gelaufen. Eine Runde warte ich jetzt nur mal ab, ob wir einen Dämon bekommen oder nicht. Und dann muss ich... Okay, das ist jetzt ein Dämon. Licht auf. Ja, wir müssen unseren Wink der Finsternis legen, oder? Ja. Ja, müssen wir. Wenn wir im Duell jetzt nur eine Chance haben wollen, müssen wir das tun. Kommt. Oh, jetzt habe ich so viele Dämonen im Deck und es kommt einfach keins, ne? Bitte, ey. Das ist unfassbar. Eieieiei. Das kann man doch alles vergessen, ey. Ja, Leute, würde ich sagen, probiere ich hier mal ein bisschen rum. Und dann schneide ich euch nach dem Kampf... Ja, alles klar. Dann schneide ich euch den Versuch rein, in dem es geklappt hat, wo ich ihn besiege, weil wir wollen jetzt ja langsam mal weiterkommen hier, ne? Also dann, bis später. So, auf ein neues. Bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben als im ersten Versuch. Alter, sie gibt dem Spieler ja, jetzt hat er sich erstmal nur 700 Lebenspunkte dazu gegeben oder was? Ne, mir 500, uns hat er 500 abgezogen und ihm 200 dazu, alles klar. So, ich hoffe jetzt mal schwer, dass das ein Träumer ist. Ja, es ist ein Träumer. Und bitte lass ihn nur Träumer auf Hand gehabt haben. Unser Totenkopfdiener muss in die nächste Runde, er kommt in die nächste Runde. So habe ich mir das vorgestellt. Und wir ziehen noch unseren nächsten Dämon, nice. Denn jetzt, er hat 100 pro keine Windmonster. Das heißt, wir können unseren Löwen hier in Ruhe setzen. Mit 1750 Angriffskraft gehört das schon zu einer der stärksten. Okay, wir kommen trotzdem nicht durch die Verteidigung. Über 1800 Verteidigungspunkte, ja moin. Gut, dass er kein Monster opfern musste. Alter Schwede, und gut, dass wir unseren Hitotsumi-Riese noch gezogen haben, denn der ist vom Typ Dämon. Und so hat der Träumer mit den krassen Abwehrpunkten da auch keine Chance zu überleben. Jetzt sieht die Sache doch schon ordentlich aus. Wink der Finsternis, sehr schön. Ich behalte unseren Dämon hier erstmal auf der Hand als ja, als Rückgrat sozusagen. Falls irgendwas mit unserem Dämon hier auf dem Feld passiert, was nicht passieren sollte. Und falls er auch auf die Idee kommen sollte, einen starken Dämon zu ziehen, haben wir noch unser Lichtkügelchen hier auf der Hand, ne? Aber bis jetzt bekommt er nur Dämonen und da ist unser nächster Dämon, sehr schön. Jetzt können wir es wagen, mal einen Dämon zu setzen, damit wir mit dem schwachen Dämon seinen Träumer direkt besiegen können und ihm ordentlich jetzt mit 1200 und 1750 Punkten direkt an die Lebenspunkte können. Nice. So ist das doch schön. Jetzt machen wir das mal. So, Wink der Finsternis. Ich hoffe mal, das wird dann jetzt schon direkt reichen und wir gewinnen diese Runde jetzt direkt schon. Ja, okay, locker.
Nice, war sogar direkt der nächste Versuch, in dem ich es gemacht habe. Ich habe mich trotzdem das ganze Gequatsche und so rausgeschnitten, brauchten wir ja nicht zu sehen. Kapazität ist um 3 gestiegen, 1200 Domino erhalten. Nein, ich kann nicht verlieren. Und wie du das kannst. 6 Millenniumsgegenstände, dafür habt ihr Lob verdient. Ich hoffe, ihr werdet nicht ruhen, bis Reshef besiegt und Pegasus vor der Finsternis gerettet ist. Auch Pegasus ist ein Opfer. Er wurde von Reshefs Finsternis mitgerissen. Rettet die Welt und bewahrt Pegasus vor der Dunkelheit. Ah, interessant. Die Millenniumsschale. Wir haben jetzt 6 Millenniumsgegenstände. Schnell zurück zu Ishizu. Okay, Yugi. Dann wollen wir das mal schnell tun. Ab zum Uhrenturmplatz und da steht es auch schon. Ihr habt also die Millenniumsschale gefunden. Damit haben wir jetzt 6 Millenniumsgegenstände. Danke. Die 3 Götterkarten müssten jetzt wieder aktiviert werden können. Was war Scheiß? Slifer der Himmelsdrache wurde versteinert. Das Menü zur Deckeinstellung wird geöffnet. Hä? Was? 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 Muss ich Slifer jetzt in mein Deck holen oder was? Was? Was soll ich denn jetzt machen? So, in das Deck. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Ist dieses Deck okay? Nein. Das Menü zur Deckeinstellung. Hä, was will die denn jetzt, dass ich hier an meinem Deck ändere? Wo ist ein Slifer? Haben wir den jetzt oder was? Soll ich Slifer... Ach, Slifer wurde versteinert. Slifer haben wir ja schon. Okay, dann müssen wir... Ja, gut. Dann müssen wir wohl... Warte, dann packen wir mal... Okay, dann machen wir das mal anders. Deck, er kommt raus. Davon kommt noch einer raus. So, wir machen jetzt mal die ganzen schwachen Dämonen. Tour wieder raus aus dem Deck. So. Stamm, jetzt packen wir nämlich hinzu... Der ist drin, und zwei Bergkrieger, der ist okay. Das ist mir noch ein bisschen zu schwach. Dafür müssen wir ihn opfern, das ist auch eigentlich Käse. Kriegen wir den rein? Ja, und ein bisschen Platz haben wir jetzt sogar noch. Zwar nicht mehr für ein wirklich starkes Monster. Der ja nicht, ne? Ne, das sprengt locker den Rahmen, okay. Wen packen wir jetzt noch hinzu? Ja, ist jetzt eigentlich relativ wurscht, ne? Weil wir eh erstmal gucken müssen. Oh, das klappt auch nicht. Weil wir eh erstmal gucken müssen. Was unser nächster Gegner so drauf hat. Alter, was ist denn jetzt los hier? Was unser nächster Gegner so drauf hat. Komm, egal, machen wir jetzt mal so. Ändern wir eh nochmal ab. Ja, Deck ist okay. Was geht hier vor?
Was ist passiert? Nein, der geflügelte Drache von Ra ist unverändert. Schlimmer ist aber, dass sich Slifer, der Himmelsdrache, wieder in Stein verwandelt hat. Reshef muss unglaublich stark werden. Ich fürchte, Kaiper Setos Karte erging es ebenso. Obelisk der Peiniger ist vermutlich auch versteinert. Bitte ruft sofort Kaiper Seto. Wir müssen die Götterkarten wieder ganz herstellen. Dazu müssen wir den 7. Millenniumsgegenstand einsetzen. Und die Götterkarten müssen wieder vereint werden. Der letzte Millenniumsgegenstand, das Millenniumspuzzle, wurde noch nicht gefunden. Ich weiß in etwa, wo es sich befindet. Überlasst mir das Millenniumspuzzle. Bitte ruft unterdessen Kaiba Seto. Oh. Ja, dann auf. Shizu, bewegst du dich auch mal? Ich werde das Millenniumspuzzle finden. Ruft unter. Okay. Dann gehen wir kurz einmal speichern. Ich habe ja fast so die Befürchtung, dass als nächstes auch ein Kampf gegen Seto. Gegen Kaiba ansteht. Ja, wir gehen natürlich, ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber es ist naheliegend, dass er an der Kaiba Corporation ist. Genau, da ist er ja. Ich dachte mir schon, dass ihr kommen werdet. Ihr wollt nach Obelisk dem Peiniger schauen. Ihr wollt wissen, ob er auch versteinert ist, stimmt's? Ja. Ich soll also bei euren okkulten Narrenteilen mitmachen? Was denkt ihr eigentlich von mir? Ich bin Kaiba Seto. Ich soll euch pflichtbewusst zu Ishizu folgen? Lächerlich. Ich habe mit euren übernatürlichen Spinnereien nichts am Hut. Aber ich werde dem billigen Trick, der hinter dieser Angelegenheit steckt, auf die Schliche kommen. Mokuba, ich bin für eine Weile weg. Ich übertrage dir derweil die Verantwortung für Kaiba Corporation. Keine Sorge, großer Bruder. Ihr werdet die Kaiba Corporation schützen. Mein großer Bruder hat mir das Kommando übertragen. Okay. Hier ist die Kaiba Corporation. Ja, ich weiß. Gibt's ja auch eigentlich. Ne, hier kommt man. Doch, hier kommt man. Hier ist immer noch der Duell-Simulator, ne? Krass. Ja, und jetzt? Oh! Hilf mir! Sei still, gib mir sofort deine seltenen Karten. Ich hab nie behauptet, dass ich mit meinen seltenen Karten als Ante spielen würde. Halt den Mund und gib mir deine seltenen Karten! Neoghouls, schreckliche Schurken! Achso, der hat das gesagt. Die seltenen Karten der Welt gehören den Neoghouls. Nichts da, ey. Du scheinst ja auch seltene Karten zu haben. Der kämpft direkt. Dann schauen wir mal, was der so drauf hat. Das ist ein Dunkelfeld. Hat er Dämonen? Hat er Licht? Hat er. Was hat er? Was hat er? Ich würde ungern schon den Hitutsu spielen. Ich würde ganz gerne mal unsere Lichtkugel hier spielen. Wir gucken, was er hat. Bitte lass es ein Dämon sein, mit dem er jetzt angreift. Bitte lass es ein Dämon sein. Hinotomata, sie fügt dem Feind 100 Lebenspunkte Schaden zu, okay. Rote Medizin, sie gibt dem Spieler 500 Lebenspunkte, okay. Jetzt sein Dämon. Es ist kein Dämon. Ein Wind. Warum hat der jetzt auf einmal Windmonster? Tja, warum? Ich habe die jetzt angegriffen, auch in dem Wissen, dass beide Karten kaputt gehen. Weil ich Angst habe, dass er die Karte halt opfert für ein richtig krasses. 1050. Das ist jetzt ein Dämon, okay. Aber jetzt haben wir unsere Lichtkugel weg, ne? Oh, ernsthaft? Ja, wenn das Monster jetzt nicht opfert, sind wir erstmal sicher. Ah ne, Dämon besiegt Traum, verdammt. Okay, 1000. Erde. Oh Mann, ey, das nervt mich jetzt schon wieder, dass die so krass unterschiedliche Karten haben, ne? Ja, Erdmonster kriegen wir weg. Bei dieser Falle handelt sich um Bärenfalle. Alter. Ja, moin. Alles klar. Also hat viele Dämonen, aber auch zu viele starke andere Monster. Alter. Okay, das war schon mal nix.
Ja, speichern wir mal. Dann gehen wir jetzt mal direkt zurück und versuchen es nochmal. Ach, als ob. Ja, okay, Leute, dann quatsche ich jetzt immer hier bla 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 bla. Und bevor wir dann den anderen da ansprechen, gehen wir nochmal speichern, damit wir das hier nicht immer wieder haben müssen mit dem Gequatsche. Ja, bla bla bla. So, jetzt kommt hier Hilfe, bla bla bla. So, und bevor wir den jetzt... Oh, jetzt stehen die hier... Oh, come on! Exodia, zerstöre! Uah! Ist alles in Ordnung, großer Bruder? Cool, da kommt ja noch ein Opfer. Ich mach dich fertig, auf meine Brüder lasse ich nichts kommen. Nein, ich wollte erst speichern. Was ist denn jetzt hier los? Wie soll man das denn machen? Hey, ihr! Ihr habt mir die Suche nach euch erspart. Oh, der war auf der Suche nach uns? Kuckucku, ich werde nicht zulassen, dass ihr Keys Pläne vereitelt. Ich mach euch platt wie eine Karten, wie ein Kartenhaus. Oh nee, jetzt sag nicht, wir kämpfen. Mann! Müssen wir uns echt, wenn wir dann jetzt verlieren, immer dieses Gequatsche da anhören? Ach, als ob, ich mach keinen Einsatz. Das wird doch sowieso nix. Das wird doch sowieso nix. Oh Mann! Ich merke schon, da kommt wieder ordentlich was auf mich zu. May. Oh ja, natürlich. Okay, gehen wir jetzt auf Dämonen. Gehen wir hier vermehrt auf Dämonen? Ha? Kollege, wie sieht's aus? Kann ich? Nein, gehen wir nicht. Aber der ist ja total schwach im Angriff. Was spielst du bevorzugt für Karten, Kollege? Oh oh. Oh oh. Dunkel, aber auch schwach. Ja, der hat halt die Exodia, ne? Ja, 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 ja. Aber das nützt uns alles nichts, wenn wir jetzt nicht so langsam ein Lichtmonster bekommen. Shit, ey. Wir brauchen dringend ein Lichtmonster. Ach Mann. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt nur verlieren, weil der so ein... Ach, come on. Dunkel. Was besiegt Dunkel? Traum besiegt Dunkel. Mann. Jetzt hat aber auch viele Dunkelmonster, ne? Das heißt, Träumer wären auch nicht schlecht. Ach komm, ey. Jetzt. Ja, natürlich. Was soll ich denn jetzt nur machen hier? Wir haben nichts, was ihm gefährlich werden könnte. Wir haben nichts, was ihm gefährlich werden könnte. Ich schneide euch jetzt nochmal das ganze Gequatsche raus. Und dann probieren wir das noch einmal gegen ihn hier oben direkt. Also bis gleich. So, auf ein neues. Und wir ziehen wieder nur Kacke. Wind behalten wir auch mal. Erde auch Erde. Träumer würde ich auch gerne behalten. Haben wir natürlich nicht gezogen. Dann setze ich erstmal unser schwächstes Monster in Verteidigungsposition. Eieiei. Oh, hätte ich mal das Windmonster gezogen, ne? Aber ist egal, wir haben nicht das Glück, dass wir hier eine Karte haben, mit dem wir den direkt besiegen könnten. Aber das ist kein wirklich starkes Monster, das können wir mit unserem Dämon Hititutsu Dingsbums hier direkt besiegen. Wir gucken, was er jetzt vorhat. Er geht in Verteidigungsposition. Kommt schon, irgendwas, wofür wir ein Opfer brauchen. Oh, soll ich das Risiko eingehen und gucken, ob das ein Dämon ist? Komm, wir machen's.
Dein Dämon. Nein, das ist ein Dunkel. Sheesh. Mit 1200 Verteidigung. Ach, come on. Der hat zu krasse Verteidigung. Ja, natürlich. Das ist jetzt ein Dunkel. Beziehen wir mal. Machen wir mal Glück und bekommen Träumer? Nö. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Jetzt habe ich doch schon unseren Windmonster gezogen. Wollte ich eigentlich nicht. Ah, mei, oh mei, ey. Sie lässt den Spieler eine Karte vom Deck nehmen und verschwindet dann. Träumer! Natürlich nicht! Alter Schwede, ey. Ja, das bringt uns jetzt auch nicht mehr viel. Dunkel besiegt auch noch Licht und ach komm, ey. Da müssen wir unser Deck mal wieder umstrukturieren. So wird das nix. So wird das nichts. So, okay, aber vielleicht sollten wir doch vermehrt auf Träumer gehen. Wir ziehen natürlich keinen. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Träumer auch im Deck. Zu viel verlangt man einen davon zu ziehen anscheinend. Mann. Wir sollten mal vermehrt auf Träumer gehen. Komm schon, Nat, nein. Warum denn? Eine Runde überleben wir noch. Oder? Ja. Komm schon, Träumer! Gib mir einen Träumer! Gib uns einen Träumer! Ja! Wir kriegen einen Träumer! Nice! Ich gehe in Verteidigungsposition. Ich hoffe, dass er mit seinem starken Monster angreift. Nicht opfern! Nein! Ist er noch geopfert? So, sehr gut. Bitte lass das Träumer sein. Es sind Träumer! Ja! Komm schon, jetzt lass was Gutes ziehen, wenn wir was opfern müssen oder so. Ach, come on. Das kann doch nicht sein. Mann. Sheesh. Okay, das hat er gerade geopfert. Das ist ein Erdmonster, aber natürlich. Ja, natürlich. Wir hätten mit unserem... Okay, wir haben einen Windhammer noch auf der Hand. Oh, bitte überlebt, Jenin. Jenin, überlebt das. Nein. Das war's. Okay, aber merken wir uns, mit Träumern können wir ihn in die Knie ziehen. Das heißt, in der nächsten Folge geht es dann direkt wieder darum, das Deck umzugestalten mit ein paar... Yugi, was ist los, Alter? Alles klar? Okay. Mit ein paar mehr Träumern in das Deck zu packen. Und dann greifen wir direkt wieder an. Danke fürs Einschalten, fürs Liken und bis zur nächsten Folge. Tschüss!